Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Yo ho, endlich wieder da. Pixel Piracy wurde endlich geupdatet. Das heißt, ihr seht, unser Schiff ist immer noch da. Das heißt, das ist auf jeden Fall jetzt schon mal spielbar, das Spiel. Das heißt, jetzt kann es endlich losgehen. Ich freue mich wirklich, dass es endlich noch gemacht wurde. Ich hatte schon die Hoffnung verloren. Der Patch kam übrigens zeitgleich jetzt mit dem Doom-Patch, was irgendwie merkwürdig ist. Aber egal. Ach, seht mal da oben. Jetzt sehen wir auch die Trefferpunkte von unserem Schiff. Ist ja interessant. Wir haben ja jetzt auch Kanonen und so weiter. Jetzt weiß ich nur gerade nicht, wo sind wir denn gerade? Ach, wir sind jetzt gerade hier. Okay. Ach, jetzt sieht man auch alles, was wir schon entdeckt haben auf der Karte. Na, siehst du mal. Das Spiel kommt ja richtig in Fahrt. Oh, Level 5. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schaffen können. Ich muss erstmal wieder reinkommen, weil, wie ihr wisst, es ist schon eine ganze Zeit lang her, dass wir jetzt gespielt haben. Und wir gehen jetzt einfach nach Pantego. Wir setzen die Segel nach Pantego. So, ich habe noch meine grüne Gruppe und meine rote Gruppe. Die rote Gruppe waren dafür zuständig, das Essen zu machen, ne? Ja, der da hinten, ihr seht schon, der kocht gerade schon. Der da macht jetzt auch gerade, der hat gekackt und der kickt gleich runter, weil wir haben ja Putzen. Das heißt, so weit läuft alles. Gut, die können schon mal knabbern, das stört mich relativ wenig. So, und ich nehme jetzt die grüne Gruppe. Ich muss erstmal nachgucken, es war die grüne Gruppe, oder? Ja, die roten waren die Versorger und die grünen waren die Kämpfer. Gut, dann lassen wir die kurz mal knabbern. Hallo, wieso läuft mein Charakter von alleine? Hallo? Hallo, ist mein Controller mal? Ja, ich glaube, mein Controller ist mal. Ich bin vollkommen im Hintern versohlen. Ach so, oder ist es jetzt gewollt, dass der jetzt, weil er auf der Insel ist, ist er jetzt alleine? Ach, seht mal, die kommen jetzt auch viel schneller hinterher. Kommt schon. Angriff, Männer. Männer. Angriff. Aua. Shiver me, Timber. Scheiß. Schlachtet sie nieder. Ich will mein Wikingerschiff endlich aufbauen. Freue ich mich drauf. Wir haben jetzt auch Kanonen an Bord. Ich weiß, oh, da liegt irgendwas. Da liegt irgendwas Neues, glaube ich. Tribal Ross. Komm, schubs ihn runter. Na komm. Adios. Jawohl, Captain Blackleg ist aufgestiegen. Das freut mich. Was ist das? Tabakblätter, okay. Bären aufsammeln. Kein Überlebenden! Moment. Das sind diese komischen Explosivfässer. Die wollen wir jetzt nicht haben. Los, Männer! Schön, wenn das endlich mal funktioniert, wie soll. Das ist ja wirklich geil. Da kann ich mir jetzt richtig schön zurücklegen. Na. Oh, nein, nicht dieses Fass angreifen. Ah, scheiße. Männer! Aua. Komm schon, Männer. Oder Frauen, besser gesagt. Wir haben ja auch noch eine Frau dabei. Gina Sina. Und Annibal. Ich glaube, das sind beides Frauen. Ich bin mir nicht sicher. Oh, oh. Hack doch nicht immer auf Falsche drauf. Mensch. Los, ihr kümmert euch darum. Und ich kümmere mich ums Bären aufsammeln. Shit, da war's gerade. Ah! Wieso ist das Ding explodiert? Ich hab gar nichts gemacht. Alter, haben wir denn überhaupt... Ich muss gerade mal gucken. Okay, wir brauchen mal ein bisschen mehr Geschicklichkeit. Ausweichen ist gut. Glück? Ja, warum nicht? Machen wir auch mal ein bisschen Glück. Was haben wir denn da eigentlich? Wir haben keine Items für irgendwas. Okay. Dem geht's so weit. Okay, dem Horke. Ich meine, die zwei, die werden ja fischen wie blöd. Das heißt, wir können ja dann... wir kriegen ja dann auch wieder Kohle, wie blöd. So, da machen wir jetzt erstmal die Geschicklichkeiten auf. Und das da. Das ist gar nicht so unverkehrt. So, hier vorne glitzert's. Und wir haben bekommen Gold, Gold und eine Rumpflasche. Boah, hier sind ganz schön viele Gegner. Angriff! Warte mal, ich ziehe mich erstmal ein bisschen zurück. Ich bin nämlich nicht mehr der Fitteste. Den anderen zwei geht's anscheinend noch ganz gut, aber mir geht's persönlich nicht mehr so gut. Außerdem bin ich der Captain, ich muss nichts machen. Töte den! Was ist das? Also.
Ach, die killen auch gleich die Katze. Sehr angenehm. Okay, da kann man draufklopfen, ohne dass was passiert. Ja, ich glaube schon. Los, zack. Sehr schön. So, jetzt hauen wir noch hier die Kiste kaputt und dann ist diese Insel gecleared. Ich bin schon mal sehr gespannt, wie das ist, wenn wir dann so eine 20-30 Mann-Crew haben. Das wird bestimmt sehr interessant. Allerdings wahrscheinlich auch übelst anstrengend, das Ganze zu managen. Und ich frage mich, wie man da ein gescheites Schiff baut, so mit mehreren Etagen und so. Das wäre cool. Ich meine, vom Goldtechnischen her geht es uns eigentlich relativ gut. Und ihr, wie geht's euch da hinten, Horke? Alles gut soweit? Freut mich. Genau, kickt den Scheiß einfach wieder runter. Sehr schön, wenn's doch läuft, dann läuft's. Kann man jetzt eigentlich auch hier hoch so richtig? Nee, man kann immer nur so drei Blöckchen hoch. Okay, Fisch haben sie ja noch da liegen. Das ist geil, wie er es einfach runterkickt. Okay, gut, genug geglotzt. Wir setzen, glaube ich, gleich mal die Segel weiter in die nächste Insel, oder? Insel Chance? Insel Solon? Mormon Bay Bar. Mormonen Bar. Nee, wir wollen nicht zu den Mormonen. Insel Chance und dann Insel Junior, genau. Da. Die Reisen könnten ruhig mal ein bisschen länger gehen, weil dann können die Leute nämlich auch mehr machen. Da dem Horke, dem geht's total schlecht. Warum geht's denn dem Horke so schlecht? Hat er denn kein Kochmesser dabei? Kann er sich nichts zu essen machen oder so? Wieso geht's denn dem schlecht, bitteschön? Ich weiß gar nicht, warum es dem schlecht gehen sollte. Der hat doch alles, was er braucht. Unser Papi, der Horke. So, hier bei ihr machen wir das und das. Und dann noch ein bisschen Glück. Was hat er denn für Probleme? Man kann ja auch nicht nachgucken, was sie für Probleme haben. Gut, er hat ein Problem, dass er nur einen Arm hat. Das ist vielleicht sein Problem. Na los! Grüne Gruppe! Angriff! Der sollte doch eigentlich auch anfangen zu fischen, oder? Soweit ich weiß, sollten die sich da ja um Fische kümmern. Oh mein Gott! Wie viele Arschlöcher sind denn hier? Angriff! Oh mein Gott, da muss ich jetzt aufpassen, da muss ich jetzt aufpassen. Ich weiß nicht, ob unsere Gruppe stark genug ist, um das hinzukriegen. So, der ist weg. Lasst euch nicht runterschubsen! Zurück aufs Schiff! Verdammte Scheiße. Verdammt, die haben uns ja jetzt richtig böse verarscht, haben die uns ja jetzt. Vielleicht sollte ich die gesamte Gruppe mitnehmen. Mist. Wer wird denn nicht irgendwie sagen, die Kanone oder so? Wie geht denn das? Können wir da nicht sagen, hier, nimm die Kanone und greif an oder so? Das ist halt noch so eine Sache, die mich ein bisschen irritiert, weil ich das noch nicht ganz weiß. Okay, gut. Machen wir das. Ich habe Angst, die sterben, wenn wir darüber gehen. Ich würde natürlich gerne rüber, aber das ist so. Das ist so riskant. Hey, weißt du was? Okay. Ihr habt uns überrumpelt. Dann gehört dieser Sieg euch halt. Wollen wir mal nicht so sein. So ein Mist. Dann ziehen wir halt erstmal weiter. Horke ist jetzt Level 19. Ey, der steigt auf und macht gar nichts. Ja, hier klingt schon wieder so kritisch. Grüne Gruppe! Oh. Grüne Gruppe! Na, okay, den kriegen wir. Jawohl. Oh, oh. Was sind das denn für welche? Ich höre mich ums Maskottchen von denen. Los! Oh Gott, wir werden schon wieder so zurückgedrängt. Jetzt nehmen wir sie von zwei Seiten aufs Korn. Ja, komm schon. Oh shit, da hinten ist noch einer.
Ich muss auf die Lebensenergie meiner Truppe achten. Oh mein Gott. Die klingen ja voll brutal. Boah, die schlachtet einen nach dem anderen, ey. Die ist voll krass. Was geht mit der? Okay, ich kümmere mich um den. Los! Ja. Angriff! Einer weniger. Los, den kümmern wir uns auch noch. Schmeißt ihn von der Insel. Adios. Ja. Der ist Haifutter. Oder? Der ist Haifutter. Ja, der ist Haifutter. Yay! Wir haben die Insel erobert. Alles klar. Bären. Ja, ja, Bären. Tabak. Ach ja, es ist doch schön, wenn es mal läuft. Das freut mich. Männer und Frauen. Angriff. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Hawke ist ein Level aufgestiegen. Als ob der noch ein paar Level bräuchte. Guckt euch mal an, wie viel Leben der hat und alles. Das ist... Der ist total overpowered eigentlich. Dafür, dass er nur auf dem Schiff rumgammelt. Haben wir überhaupt was... Oh, wir haben neue Waffen bekommen. Dreizack, ja, Riesenaxt, Speer, Entermesser, Klinge. Oh, eine Klinge mit 7. Gar nicht mal so unverkehrt vielleicht. Distanzwaffen haben wir ja immer noch nichts. Schade. Okay, bei ihr. Die ist ja eh so krass drauf. Ich weiß gar nicht warum, aber bei der machen wir mal mehr Lebensenergie und noch ein Bonusleben. Weil wir wollen ja nicht, dass die draufgehen. So, was macht denn unsere Esra Transe? Was macht denn der Transe? Der Transe kriegt erstmal so ein bisschen grob den Scheiß da dazu. Der kann doch angeln, oder? Moment mal. Putzen, Doktorschiff, Kochen, Kanonenherrschaft. Er kann gar nicht angeln. Wieso hat der die Angel, wenn er gar nicht angeln kann? Was ist das für unurologischer Scheiß? Unurologischer Scheiß. Wir müssen nochmal Angeln kaufen. Also nicht Angeln kaufen, sondern wir müssen eine Angel kaufen. Da, der hat nämlich auch noch eine Angelroute. Die kriegt der Hawke nämlich, weil der kann angeln, das weiß ich. Da, Fischen. Der ist sogar richtig gut in Fischen. Warum zum Geier kann... Wieso hat der eine Angel, wenn der gar nicht angeln kann? Was habe ich denn da gemacht? Oh, Vergangenheits-Black Devil, was bist du nur für ein Depp? Okay. Das, ja, kein Wunder, dass der keine Fische fängt. Und ich wundere mich die ganze Zeit, wieso fängt der denn nicht an und fummelt uns ein paar Fische aus dem Wasser raus? Oh, aua. Voll das Ding weggekickt. Nanu? Mein Handy macht gerade Brummbrumm. So, haben wir jetzt alles? Ne, die Kisten natürlich noch. Habt ihr die Kisten geortet? Los, alle auf die Kisten drauf. So, war's das jetzt? Ich glaube, das war's. Okay, alles tot, gut. Die Insel ist offiziell geklärt. Ich hab da gerade schon wieder so ein Grummeln gehört. Und kacken. Grummeln und kacken, das ist alles, was ich von meiner Mannschaft höre. Ja, der Hawke hat Kohldampf, glaube ich. Hawke, mach dir doch einen Fisch. Ah, der Hawke fängt schon Fische. Das ist gut. Aber das mit den Fischen ist irgendwie komisch, weil die müssten die doch eigentlich dann auch kochen, wenn sie Hunger haben. Aber er macht sich nichts, weil er die ganze Zeit nur... Ja, der, ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich glaube, wir brauchen für ihn hier nochmal extra Essen. Was wir die ganze Zeit aufs Schiff platzieren, glaube ich. Ich glaube, das mit den Fischen ist einfach nur so eine Geldquelle. Weil ich glaube, da können wir nicht... Ich meine, der fischt zwar wie so blöder ein Fisch nach dem anderen raus, der isst aber nichts. Und das ist genau das will ich ja nicht. Ich will ja nicht, dass der verhungert. So, wir fahren jetzt nach Kawaika. Kawaika. Hey, meine Kuh singt. Wow, war das ein schönes Lied. Los, Mannen. Gönnt euch mal. Ich muss das nochmal überarbeiten hier mit dem Schiff. Ich muss das irgendwie nochmal anders gestalten. Aber erstmal gucken wir nach, ob hier noch einer Angeln hat. Waffenladen. Also, nee, keine Angeln in dem Sinne, sondern... Was haben die hier eigentlich für Zeugs? Kampfangelroute. Ja, oh, eine Minipistole. Ein Schwertstab. Eine Schaufel. Eine Angelroute. Ja, da ist jetzt nicht wirklich irgendwas dabei.
Können wir eigentlich irgendwas verscherbeln? Wir haben 9 Angelrouten. Warum zum Geier haben wir 9 Angelrouten? Ich weiß es nicht. Wir behalten mal 2. Wir verhauen mal den Dreizack, den brauchen wir nicht. Die Riesenaxt, da behalten wir mal. Den Speer hauen wir weg. Den Speer hauen wir weg. Das Entermesser, die Klinge. So, und schon haben wir 2100 Geld. Was haben wir hier? Lebensmittelladen. Wir müssen mal irgendwas kaufen. Trinkportionen, okay? Da haben wir 2 Nahrungsportionen. Ja, aber Fisch ist, haben wir ja selber. Was haben wir eigentlich? Wir haben 3x Fisch. Wir haben nur 3x Fisch? So, das ist wenig. Sauerkraut. Okay, weißt du was? Wir kaufen ein paar Wassermelonen einfach mal. Oder nee, meine Männer brauchen Fleisch. Was? Kostet 10? Eine Ramenschüssel. Nein, wir kaufen keine Nudelsuppe. Okay, dann gibt's halt einen Suppentopf. Oder weißt du was? Doch, wir kaufen Fleisch. Ich meine, wir haben's ja. Ist ja nicht so. Wir kaufen mal Fleisch. Sicher ist sicher. Ah ja, hier drüben können wir sogar Leute rekrutieren. Sehr schön. Was haben wir denn hier so? Statuswerte 24. Okay. Idelzahn. Porfio-Barbario. Was haben wir denn hier noch so? Leopold Washington. Er war ein vielversprechender Boxer. Plus 30% Treffer. Der ist vielleicht nicht verkehrt. Er war ein Viehdieb. Er war ein Schwertschleifer. Er war ein Geheimagent. Er war ein Schulmeister. Okay, hier gibt's aber leider keine. Hier gibt's keinen Waffenladen. Hier gibt's keinen Schiffsladen und hier gibt's kein Dings. Also können wir damit gar nichts anfangen. Schade, schade, schade. Wir brauchen mal wieder eine Insel mit Schiffsladen und so. Jetzt, da das Schiff ja bleibt, möchte ich das richtig cool aufbauen. Aber auch gleich von vornherein, sodass wir da nicht wirklich wieder ewig rumeiern. Bis wir da mal was Vernünftiges zusammen haben. Und der Horke, der tut mir voll leid. Aber, oh, ich muss sowieso das Schiff nochmal modifizieren, weil ich muss ja das Essen auch aufs Schiff packen. Ich weiß ja nicht genau, wie so ein Schiff auszusehen hat. Deswegen, es tut mir leid. Wenn ihr irgendwie Ideen habt oder so, könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Das ist gar kein Problem. Oder irgendwie eine Möglichkeit habt, wie man das schöner gestalten kann. Wenn nicht, ich probiere es auch auf jeden Fall mal selber. Irgendwie kriegt man schon ein gescheites Schiffchen hin. Am besten so mit 2 Mästen und so ein bisschen mehreren Decks und sowas. Also ich weiß ja nicht, wie groß man so ein Schiff bauen kann. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil ich möchte ja nicht, dass es zu klein ist. Ich gucke jetzt einfach mal so pauschal, nur so just for fun. Oha. Ah ja, nee, ist klar. Okay. Also man kann wirklich groß bauen. Man kann wirklich ein großes, großes Schiff bauen. Oh mein Gott, ob man das wirklich braucht, das weiß ich nicht. Ich meine, bis jetzt kommen wir ja mit unserer kleinen Nussschale hier noch recht gut zurecht. Aber das ist ja pur. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Und jetzt, da es ja endlich gepatcht wurde, kann es auch endlich richtig losgehen. Da können wir uns diesen 4 sagenumwogenen Piraten vielleicht sogar stellen. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ahoi und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.